glaub das nicht. Ich hab's wirklich gemacht. Ich hab meine eigene Kleine umgebracht. Weil wenn du so, das vergiss ich doch nie. Nie. Idiot. Sei froh, dass ich dich am Leben lasse. Und hör auf zu heulen. Das war ja nicht dein erstes Mal, oder? Aber grad der Anker. Uwe. Одевай свое дело. Поскорее. Там кто-то идет. Ах, хуй. Ну, давай, давай. Твой. Да, Servus, Herr Inspektor. Danke. Ja, bitte. Na, warum hörst du die Polizei, frisst aber nicht schlampert? Ja, was rede ich? Badersburg verhungern die Leute. Und was haben wir noch, wenn die Polizei mir ans Badkaufs ein Semmel gibt? Da hat es auch nicht keinen Konkurs gehabt, oder? Nein, Rudi, Geld kriegst du von mir keins, weil du versaufst das ja nur. Aber das Semmel kannst du haben, was du willst. Na, danke, Herr Inspektor. Ja, von Gasse, gib mir eins. Bist du der Mensch? Kannst du schon was blühst, 1000 Leute, aber seltener Mensch als uns zwei. Und wann gehen wir auf einen Kaffee, wir zwar? Jetzt oder gleich? Na okay. Gleich. Wiederschauen. Wiederschauen. Los, die Inspektor, zuerst daher, dann ist klar. Mhm. Wo ist Ihr Grünstall? Meine Währung, Herr Nationalrat. Morgen, die Damen. Servus, kleine Prinzessin. Schau mal, bei den zwei Herren weiß man nicht wirklich, wer der Sandler und wer der Polizist ist, gell? Du Süße. Herr Trautmann ist wirklich eine Schande für seinen Beruf. Na gut, wieder schauen. Na, der hat aber einmal was zu mutschkern, he? Der Händelfanger. Warum sagt die Frau Gasser zu dem Mann Händelfanger, Oma? Na so halt, weil, ja, weil seine Frau das Geflügelgeschäft hat, da drin. Und weil der Nationalrat so gut ist im Händelfangen, gell? Deine Polizeibrum haben am Sonntag aber ganz schön abbissen gegen die E-Werke. Ja, die spielen fast schon so schlecht wie die Nationalmannschaft. Nur fast. Ja, das ist doch regel, weil die Polizei kann keine Verbrecher fangen und Fußball spielen kann sie auch nicht. Die kann nur von unseren Steuergeld leben. Na, jetzt lass doch mal nach, Franzi. Du Nepo Grant hast doch in deinem ganzen Leben noch keinen Schilling steuert. Richtig, Inspektor. Sag's mir mal ein. Ich meine, seit ich den Franzi kennen, lebt er von seinen Invalidenrenten und arbeitet nebenbei schwarz am Markt. Und wenn er beim FC Kamelite im Flügel spielt, glauben die Leute, es ist keiner Fadel, weil er in der Ecke steht und sich nicht trainiert. Du meinst, dann husch oder was? Ich guck mal, was war es? Streit's nicht, ja? Lass mir die Polizei in Ruhe. Für was soll die Steuern zahlen? Soll ich? Wie Trautmann? Was will ich so lange bin? Na, wo soll ich sein? Angestellt bin ich. Wir sind schließlich nicht die Einzigen, die beim Rosfleisch-Hockey einkaufen. Okay. Ja, ich bin schon unterwegs. Geh mal Riegel, schreib mir das auf, bitte. Und dem Rudi kannst du einen Cognac geben. Aber nur einen. Aber Tage hörst du später. Ja, sag einmal, wo rennst du denn jetzt hin? Trink doch wenigstens aus. Ich hab keine Zeit, am Lust, dass was um so Tote gefunden. Vierte. Rigor Mortis ist nicht mehr vorhanden. Die Frau liegt seit mindestens 2 Tagen im Wasser. Geschätztes Alter 17 bis 25. Gesicht und Hände sind bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Miros ist der Leiche jetzt frei. Alles teure Sachen, aber keine Firmenvignetten mehr. Trotzdem schlecht gemacht insgesamt. Der oder die Täter müssen es eilig gehabt haben.
Wir müssen leider alle zwei eine Niederschrift machen. Super, und die Amtshandlung geht dann wieder an euch. Logo, und die Bürgermeister vom Sicherheitsbüro. Wenn wir normalen Kriminellen sind, jetzt deppert für so gut. Ja? Das hast jetzt du gesagt. Jedenfalls, Moment. Wandrak, begrüße Sie, Herr Hofrat. Nein, die Leiche hat keine Personaldokumente bei sich. Aber es ist eindeutig Mord. Wir werden... Aha. Jawohl, Herr Hofrat. Verstanden. Ende. Die Frau gehört bis auf weiteres euch. Das ist nicht wahr. Aber der Hofrat wünscht, dass laufend Bericht erstattet wird. Und keine Soloaktionen, bitte. Gutes Gelingen. Wiederschauen. Wiederschauen. Gefunden hat sie Lehrerin da drüben. Beim Lehrausgang mit ihrer Klasse. Ja, dann machst du jetzt auch einen Lehrausgang und nimmst die Personalien auf. Ich will, dass die Kinder so schnell wie möglich von da wegkommen. Genau das, was wir gern haben. Kaum ist eine Leiche nicht zum Identifizieren, wir haben auch die Amtshandlung, die bloß für sich von Kurt. Nur weil die Herren vom Sicherheitsbüro überlastet sind. Das kennen wir doch schon, Herr Oberst. Wir haben den Stress und wenn der Täter ausgeforscht ist, stehen wieder die vom SB in der Zeitung. Du, Herr Diamantränkler, du fährst nur mit Trautmann in die Gerichtsmedizin. Nehmt einen Fotoapparat mit und schaut euch die Leiche genau an. Ich will nicht auf den Befund warten. Übrigens freut mich, dass du jetzt bei uns bist, Tolle Schallen. Die Gruppe 4 ist meine Beste. Also zieht's an, meine Herrschaften. Das gibt's ja nicht. Schlecht, die verschwindet aber geschwind. Mein Wort, ich muss mit dir reden. Aber ich nicht mit dir, Gott sei Dank. Schau, dass du weiterkommst. Du musst mir helfen, Mama, bitte. Geh mal, da gibt's nichts zum Obstmeißen. Schau's lieber aufs Geschäft, sonst hat euch der King Kong bei der Nase. Geh mal, schau, du hast wertgeschriebenes Grießkoch. Ist noch immer am Gift? Lüg mich nicht an, Leo, nicht schon wieder. Mama, ich habe einen riesen Blödsinn gemacht. Dann hat mir der Belz in die Sauna gezwungen. Ich habe mein ganzes Leben lang nur Blödsinn gemacht. In jede Schule hätte ich dich gehen lassen. Und wo bist du hin? Zum King Kong und seine Gefasster. Dann hat sie gerissen, obwohl da alle gesagt haben, was da gespielt wird. Woher willst denn du wissen, was... Husch jetzt! Geh seit 35 Jahren auf den Strich und hören dir ja auch noch gut. Ich weiß genau, was du machst. Aber Überschlepper bist du ganz ein Mieser. Was sonst noch machst du für deine Schulenfreund, will ich gar nicht wissen. Wahrscheinlich jede Drecksarbeit. Weil du bist dir ja für nichts zu... Au! Da. Das hat der Vater sehr gut kennen. Na, der war wenigstens ein anständiger Zuhalter. Jetzt auch abschauen wie du. Alles Leiwand, Mama. Alles Leiwand. Halle, wo die Häuser, ich brauch die eh nicht. Ad hoc kann ich nur sagen, dass die Frau nicht ertrunken ist. Sie ist an einem Bruch des Larynx erstickt, nach einem wuchtigen Schlag auf den Kehlkopf. Gesicht und Hände sind nach dem Tod zerfleischt worden. Können das streunende Tiere gewesen sein? Auf keinen Fall. Das hat jemand mit einer schmalen Hacke oder einem großen Messer gemacht. Anschließend ist die Leiche ins Wasser geworfen worden. Danke, Doktor. So, und jetzt geht's ans Eingemachte, Moni. Müsst aber nicht zuschauen, was du entfüllst. Danke. Ja, sag einmal, Moni, was muss ich noch einstellen? Auto. Auto? Ja, schön ist anders. Was ist das da am Oberschenkel? Na ja, ein großes Muttermal oder ein Blutschwampf. Aha, und am linken Fuß ist eine Zehen auffällig länger. Was ist mit den Zähnen? Leider vollkommen zerstört. Das Mädel war so an die 20 Jahre alt, hat häufig Geschlechtsverkehr gehabt, allerdings nicht unmittelbar vor der Ermordung. Vergewaltigung hat also keine stattgefunden. Danke, Doktor. Decken Sie es wieder zu. Ich hab genug gesehen. Irgendwie mag ich dich, du kleiner Idiot. Sonst wärst du schon längst im Wasser. Ich brauche ein Gehirn, Mädels. Ich muss weg, sie haben die Aranga gefunden. Ich weiß. Das war sein letzter Fehler. Beim nächsten ist er dran, genauso wie du. Und ab morgen machst du wieder deine Arbeit. Ich
kann nicht mehr. Ich steig aus. Was? Du bist nicht dumm genug, um so mutig zu sein. Ich habe nicht gewusst, dass der kleine Idiot dein Freund ist. Du musst beschämen, aber sicher nicht. Er kennt doch dir, oder? Er hat nicht gemeint, ihr habt gerade eine Beziehungskrise. Lass ihn nie wieder herein, okay? Sicher nicht. Ihm kann doch eh keiner mehr helfen. Danke, Mr. King Kong. Ich liebe gute Nachbarschaft. Ich auch. Du kriegst zwei Supermädchen. Als Verstärkung für die beiden Armseligen hier. Nein, Pelzer, danke. Deine Weiber möchte nicht damit geschenkt. Die haben kein Glück. Die bringen keins. So groß Brauchbares für eine DNA-Analyse hat der Gerichtsmediziner nicht festgestellt. Sagt oder nix? Mehr war nicht. Leider. Die Fotos und Facts können wir gleich im Sicherheitsbüro rübermelden. Vielleicht haben die was in ihrem Data-Profiling-Programm. Du hast doch Zeit, Bursche. Zuerst machen wir mal, was wir können. In diesem Sinne, Wiederschauen. Wiederschauen, Herr Oberst. Ja, was? Schon noch in dem Kastel, Bursche. Vielleicht findest du im Zentralarchiv etwas Ähnliches. Da wieder was zum Spülen. Das hat er so gelernt, Trautmann. Außerdem geht heutzutage ohne Computer gar nichts mehr. Trotzdem schicken wir zwar jetzt ein ganz altmodisches Fax an die Interpol. Gut, und was machen wir dann? Was in Wirklichkeit alle Kiewerer machen. Nachdenken und warten. Kriminalbeamte Gruppe 4, Dolleschall. Für dich, Polizeidirektion Budapest. Trautmann, was du lebst auch noch, Alter? Nein, na, was sind wir mich an dich erinnern kann? Jula Körmendi. Na sicher. Klar, jetzt war's doch immer noch dem Kurs in die Bar. Was gibt's denn? Wie geht's vor? Augenblick, Moment. Ja, tot, TH, ja, Aranka. Mhm. Abgängig gemeldet seit 10. Jänner 2000. Ja, das passt. Ja, Muttermal am rechten Oberschenkel und auffällig lange Zehe am linken Fuß. Na ja, ja, küss die Hand. Ich danke dafür, ich ruf dich zurück. Servus. Na bitte. Da ist sie ja, unser Leich vom Lust aus Wasser. Du fährst jetzt nach Budapest, stimmt's? Ja, wahrscheinlich. Oder willst du statt mir fahren? Ja, warum nicht? Oh, jetzt ist es weg. Na, geh komm vor. Da bringst du ja nur alles durcheinander. Das ist mir peinlich. Wen trifft man denn schon in Budapest, außer ein paar Glotze der Wiener Abteilungsinspektoren auf Dienstreise? Und was, wenn man dort nicht trifft? Eingrampfte Wiener Notrufschieber, die sich wegen jeden Scheiß aufregt. Willkommen bei Windows 98 Übersicht. Tu den Pfefferstrahler weg. Schau hier. So ein Armes! Saufen, jetzt marschieren wir, sonst aus der kommt. Also manchmal wundert es mich nicht, dass sich die Amnesty International über uns aufregt. Mich wundert da überhaupt nichts mehr. Was? So cool, Frau Kollegin? Das kann ich nicht glauben. Super! Du bist schon fürs Budapester Nachtleben? Oder fährst du mit, Monika? Nein, ich muss bei dir bleiben, leider. Verpasst was? Ich hab nämlich im psychologischen Handbuch für Kriminalbeamte nachgelesen, dass alternde Männer kurz vor Torschluss noch mal richtig scharf werden. Erstens, halt's zusammen, Bursche. Ich kann ja nichts dafür, dass du bei der Monika Level hast. Und zweitens bin ich kein alternder,
sondern ein alter Hund. Dem alles wurscht ist. Zumindest fast alles. Wann fährst du denn? Jetzt. Mit einem Dienstauto? Nein. Man fährt mit der Bahn. Außerdem, wenn einer mit dem Auto nach Budapest fährt, kann er gerne Schlüssel stecken lassen, wenn es eh gestohlen wird. Meins nicht. Ich habe nämlich ein System, das mir genau anzeigt, wo mein Auto gerade ist. Ja, piep, piep. Hm? Ach so. Und das kannst du leisten als kleiner Bezirksinspektor? Na, billig ist nicht, aber wirksam. Überhaupt die ganze moderne Technik. Na, dann macht es gut. Mit eurer modernen Technik. Schach. Viert euch. Trautmann. Ah, servus, Trautmann. Giolo, alter Verwalter. Na, wie geht's, wie steht's? Gestern ist er mir noch gestorben. Na ja. Wenn es dir recht ist, fahren wir gleich zur Großmutter von Arancatot. Großmutter? Das Mädel sonst keine Familie? Nur einen Vater. Er ist Steuermann auf einem Donauschiff und fährt gerade zwischen hier und Regensburg. Ich kann dir aber noch nicht genau sagen, wo. Hast du die Daten? Ja. Da kenne ich jemanden, der wird es in ein paar Minuten für uns erledigt haben. Okay, ich wiederhole. Name Tod Janosch, Alter 47, Zugschiff Göngisch. Sehr witzig. Ja, das dauert mindestens 2 Stunden, wenn nicht länger. Nein, ich mache keine Solo-Aktionen. Du redest schon wieder Oberlehrer vom SB. Ja, kannst mir auch gern haben, Chef. Na, bitte schön. Bei uns mag die Polizei, wo sie will. Bei uns auch. Das ist schon der einzige Vorteil, den wir haben. Wäre frech? Aber wo? Das Arschloch hat mich nur Arschloch genannt. Na? Ist doch super mit mir aufs Land gewesen, hä? Traumhaft. Ideale Freizeitgestaltung. Der Trautmann kann froh sein, dass wir den alten Tod heute noch erwischen. Na, ich weiß nicht. Vielleicht hätte er ihn selber verhören wollen, hä? Das soll bitte erklären, was du so super findest an einem Typen, der seit 10 Jahren nicht mehr befördert worden ist. Ja, dass er selbst darauf verzichtet hat. Der ist nämlich kein Karrierefuzzi, ja? Gibst du oder bestätigt auf den? Was? Ich? Ja. Auf den Trautmann? Gebiet. Aber jetzt, was du sagst, also sexy finde ich ihn schon. Ja. Bremner Shake, der am Nischakir. Die Alte sagt, ihre Enkeltochter war nichts wert. Sie war froh, wie das Mädchen ausgezogen ist. Aranka mindig a turisták körül lebzelt, úgy, mint a többi lányok. Én már nagyon öreg vagyok, de nem vagyok hülye. Nem vagyok olyan hülye, mint a fiam. Fiam! Idióta! Aranka! Kis ribanc! Na, verstehe. Sie scheint sehr verbittert zu sein, die alte Dame. Hm? Sie glaubt, dass Aranka nicht wirklich studiert hat, sondern nur hier unter ausländischer Männer her war. Naja. Ismerte Aranka valamelyik barátját vagy ismerősét? Nem. Nem vagyok én nyomozó. De azt tudtam, hogy rossz vége lesz. Már voltak jelei. David, a szín? Tess. Danke. Kolosseum Meshdance, Disco. Kennst du das Lokal? Ich glaube, mein Sohn geht dorthin. Und Aranka war auch dort, meint sie. Disco. Mindent megmagyaráz. Megtarthatnánk? Tessék. Dankeschön. Wiederschauen. Wir wissen noch nicht, wer das getan hat. Leider. Aber wir finden den Mörder. Verlassen Sie sich darauf. Wenn meine Frau tot, ich nur leben für Aranka. Gut gehen. Aber vor einem Jahr gehe ich nach Deutschland, Dortmund.
mache ein Modell für Mode. Ich nichts wollen. Habe er angegeben. Und jetzt tot. Wissen Sie, wo Ihre Tochter gewohnt hat in Dortmund? Wohnen. Steinstraße 23 bei Frau Kutzerer. Immer schreiben einen Brief oder Karte. Aber dann nichts mehr. Was? Und das hat Sie gar nicht beunruhigt? Sie nichts haben Sorge oder Angst um Aranka. Ah ja, viel Angst. Ich fahre in Dortmund und suche lange. Aber nichts finden, Aranka. Nichts finden, Frau Kutzola. Moment, wer ist das spannend? Vielleicht war das Mädel überhaupt nicht in Deutschland. Und sonst haben Sie niemanden nach Ihrer Tochter gefragt? Freundinnen, Freunde. Aranka, nichts, Freund. Aranka, immer gehen nur zwischen Universität und Haus. Kennen nur Professor, sonst niemand. So ein Blödsinn. Jeder hat Bekannte oder Kollegen. Also, Herr Tod, noch einmal. Niemand kennen, niemand fragen. Ich nur gehen zur Polizei Budapest. Sagen, dass Aranka weg, verschwunden. Aranka schreiben so schön Brief aus Dortmund. So glücklich. Meld dich dort, Esmee! Los! Los, 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 los! Ich übe! Nein, der Kapitän muss fahren, sonst kriegt er ganz schön einen aufs Dach von seiner Firma. Doch mir wurscht. So, jetzt ist es soweit. Ich rufe den Trautmann an. Okay, Moni. Danke schön. Also, vierte bis morgen. Servus. Also nach allem, was meine Leute da erzählen, riecht das stark nach Mädchenhandel, Giulia. Aranka Tod ist kein Einzelfall. Viele Mädchen von hier werden als Modell oder Tänzerin engagiert und dann verschwinden sie spurlos. In irgendeinem Puff in irgendeinem U-Land, ne? Angeblich geht es um 100 bis 200.000 Mädel aus dem ehemaligen Ostblock. Das glauben wir auch. Nachspeise? Da hat man gute Palatschinken. Nein, danke, du. Ich bin schon fürs Blatt. Aber das mit den Mädeln ist wirklich ein Wahnsinn. Wenn wir meine aufgreifen, ohne Papiere, was glaubst du, was machen wir mit dir? Na, wir schieben sie ab. Wir auch. Und keiner sagt ein Wort. Weil sie alle Angst haben, dass man sie ohne Gesicht wiederfindet, wie diese Aranka. Na, die feinen Oberbosse kommst du nie heran. Auch wenn du genau weißt, wer sie ist. Kein Wunder. Alles Spitzenmänner aus den ehemaligen Geheimdiensten, die nach der Perestroika ihre Posten verloren haben. Du weißt dann, du Spitzenmann. Geh mal so. Die Disco wartet. Rambazamba. Prost. Prost. Und Sie haben nicht einmal versucht, Lokale zu finden, wo Ihre Tochter gewesen sein kann. Kaffeehäuser, Disco, irgendwas. Aranka, nix Disco, bitte glauben. Aranka Etzing, auffällt. Sie tot, ich tot. Auf wen ich noch lieben. Soroka Segisre, pardon, Madame. De menjene ka Franzbo, hoi umrul, indul nike, ne menjene mehr, gerin! Jetzt pass auf! Erstens schreist du nicht mit mir! Und wenn du, Wichser, jetzt abbrechst, dann bist du die letzte Zeit, Kapitän Messias! Ich versteh ihn doch nicht. Leider, jetzt kommen, sonst müssen sie mitfahren. Ja, wenn Ihnen noch was einfällt, rufen Sie mich an, bitte, ja? Danke. Wohin fahren wir jetzt? Nach Regensburg. Vier Tage nonstop. Wiederschauen. Wiederschauen. Siehst du gut, dass wir gleich herkommen sind? Ja, noch Schindel und Geld! Bitte aus der Höhe! Ich verstehe das nicht. Kein Mensch lebt so, wie der Tod von seiner Tochter glaubt. Ich meine, sogar Nonnen gehen manchmal aus. Nur tu nicht. Zumindest nicht mit mir. Schwerer Fehler. Ich weiß genau, wie es dem Vater jetzt geht. Ich kenn das. Mein Mädel war damals gerade 6 Jahre alt, als mir die Frau davon gelaufen ist. Ich hab sie alleine aufgezogen und gehabt. Sie ist einzig auf der Welt. Dann war sie heroinsüchtig und die Trottel hab's nicht einmal gemerkt. Mit 19 war es aus. Goldener Schuss. Am Klo von einer Disco. Tut mir leid, Trautmann, das habe ich nicht gewusst. Sonst wäre ich allein hierher gekommen. Na wurscht. Ist auch vorbeigegangen.
schöne Zeit mit der Kitty und alles andere im Käsermühl. Aber Chiller, eine mit uns, was? Deutschland als Modeflagerfeld. Ah ja? Wissen Sie auch wo in Deutschland? Ja, bei Lagerfeld. Warum zeigt ihr uns ein Foto von Aranka? Weil sie tot ist, ermordet. So ist sie in Wien gefunden worden. Wir sind ziemlich sicher, dass Aranka tot nie ein Model war. Wir glauben, dass sie in Österreich als Prostituierte gearbeitet hat. Was ist, Mädels? Machen wir Dirty Dancing? Also ich hab's auch, Freunde, die Damen sind vergeben. Das schauen wir mal an, wie ihr zwei Wichse mit vier Hosen führt. Das ist schlecht. Minden el kellett volna mondanunk a menedzserről és Aranka apjáról. Megőrültél, akkor mindjárt megkérdezték volna, hogy miért nem lettünk már régen a rendőrségre. Der Manager war aber echt total cool. Manager? Was für ein Manager? Na, der Aranka engagiert hat. Und noch ein paar andere Mädchen. Könnt ihr diesen Manager beschreiben? Kommt er immer noch her? Wir haben ihn schon lange nicht mehr gesehen. Sein Name war Simba, wie der Löwe von Disney. Kennt ihr Brad Pitt, den Schauspieler? So hat Simba ausgesehen. Er ist viel jünger als ihr zwei. Ich glaube, 30 oder so. Dieser Simba, das ist ein Ungar. Nein, er hat Deutsch gesprochen. Nicht richtig. Sondern wie ein Österreicher. Ja, er hatte immer gesagt, alles lebend. Alles lebend. Das können wir im Moment nicht behaupten. Na, nicht wirklich. Ich bin hundsmüde und immer noch tierisch von der Disco. Ja, die deutschen Kollegen haben zurückgerufen. In ganz Dortmund wohnt keine Frau Kutzerer. Sehr klar, sonst hättest du doch der Vater gefunden, das kannst du mir glauben. Ja, und Simba haben wir natürlich auch keinen im Computer, ne? So soll er ausschauen. Angeblich. Fescher Zopfen. Aber so einen kennen wir nicht. Leider. Aber wenn er da bei der Tür reinkommt, hätten sie ihm schon aufhalten, Frau Blanstelle, gell? Na sicher macht's das. Mit Händen und Fies. Weißt du, dann. Vierte Kleidung. Ich muss mit einem Teil rumpfen. Das ist wieder Kaffee. Nicht so geschlagen wie bei den Ungarern. Komm, ohne mich gehen da. Mhm. Ciao. Wiederschauen. Wiederschauen. Hey, wie spricht er? Entschuldige, aber ich wollte früher drin im Café nichts sagen, nicht für alle anderen. Ich meine, ich bin ja sonst kein Vernader, verstehst? Sag das ich auch. Ja, aber die Moni weiß schon, dass du verankt bist, Rudi. Red schon. Du zahlst mir ein bisschen einen doppelten Kognak, wenn ich was weiß. Soll er zwar, wenn es kein Blödsinn ist, aber spuck's aus endlich. Ja, ich kenne ja schon, wenn der ein bisschen so ausschaut wie der in der Zeitung. Da. Ich meine, zwar jetzt nicht mehr so direkt, weil er auf Koks ist, ich meine, ich sehe das, ich hab da auch dafür. Ne? Ja, sag schon, wen machst du da? Ja, den Leo. Was für ein Leo? Naja, der Strich mit sich, Bruder, der was früher für ein Kind kam, als Zuhälter gearbeitet hat, nicht vor deiner Zeit. Leo, Post für Chinesen, oder? Ja, ja. Der nächste. Leo ist Löwe auf Lateinisch, ne? Das weiß ich auch. Aber Simba ist der König der Löwen. Hm? Richtig. Das kann passen. Sehr gescheit, Moni. Das schauen wir gerne nach, ob wir was finden. Der nächste. Ja,
was, Moni? Ja. Komisch. Stopp! Da haben wir ja den Burschen. No? Der schaut wirklich ein bisschen dem Brad Pitt ähnlich, ha? Der schaut ihm überhaupt nicht ähnlich. Bosmische Leo, geboren 69, wohnhaft Wien 2, Batzmannittengasse 3712, Zuhälter, meist Schusswaffe, Verurteilungen, Notwehrüberschreitung mit Todesfolge, gefährliche Drohung, unerlaubter Waffenbesitz, letzte Haftentlassung 1998, seither unauffällig. Na, nicht schlecht. Und jetzt ist er Manager beim Lagerfeld. Das ist komisch. Ich kenne die Mitte ziemlich gut, aber sie hat mir nie gesagt, dass er einen Sohn hat. Aber der King Kong. Der King Kong hat einmal Wiegel gehabt mit einem von seinen Lehrbuben. Da wird sogar ein bisschen Blut geben. Steht aber nicht in meinem Programm. Das weiß ich auch ohne Eckes. Dazu hat man ein Hirnbursche. Und wer ist der King Kong? Also in Wirklichkeit alle Preußler und das ist der Altspatz von den Zuhältern da im Revier. Ja, aber jetzt müssen wir eigentlich das Sicherheitsbüro einschalten. Ja, das ist immer alleine, ich tue euch. Richtig, ausnahmsweise. Wollt's auch von den Kollegen in Budapest? Na, danke. Gut, dann fahrt ihr jetzt in die Batzmannittengassen und schaut, ob der Postbischel noch dort wohnt. Und ich gehe da werden die Miranda-Bar. Soll uraufregend sein um diese Tageszeit. Ja, was King Kong? Ja, grüße, Herr Inspektor. Jetzt verhaut sich über die Häuser, wenn wir was zu besprechen. Jetzt gerne einen kleinen Schwarzen, bitte. Zahlen tut der King. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, Inspektor. Um was geht's? Um den Postbeschild. Mit dem linken Hund habe ich nichts zu tun, schon lange nicht mehr. Der ist ins Ausland gegangen, Gott sei Dank. Bist du da sicher? Ja. Also gehört habe ich zumindest, was die Leute so reden halten. Ja, schade, dass ich dir nicht helfen kann. Was die anderen sagen, interessiert mich nicht. Ich will von dir was hören. Mir? Der Postbeschild ist nämlich in der Scheißgasse. Na und? Und wer entdeckt da? Es geht aber vorhin 2017er. Und da steht ein 10er drauf, wie du wahrscheinlich weißt. Echt? 217? Also, ich habe mit Menschenhandel hundertprozentig nichts zu tun, Inspektor. Ich bin ein kleiner, franker Zuhälter. Gute Staatsbürger, Steuerzahler. Wissen wir schon, King, wissen wir. So. Also, der Leo ist mit den Russen im Geschäft. Aber ich hab nichts gesagt. Ich will nicht umblasen werden wie damals der George in der Anagossen. Danke. Sind wir nicht in Höhle? Was macht er? Auto sitzen. Haus observieren. Herr Postbischel ist nicht zu Hause. Er ist fast immer freisen im Ausland. Danke schön, Sir. Wie schön. Schau mal. Na, hallo. Hey! Hallo! Hey, hör auf, Frisier für Tatsa. Komm, wir gehen. Das ist uralte Worterei. Das gehört zum Job, dass man warten kann. Zumindest ertraut man immer. Super. Was hast du mit der präpotente Klauzenschlumpf gehabt? Und zwar ausgiebig. Na, was denn, Bursche? Ah. Sag schon. Nö, mir eh nix. Der Dings, der Postbischil. Der Postbischil wohnt da. Aber er ist nicht zu Hause. Ja gut, dann fährst du jetzt zurück ins Chor, Computer spielen und die Moni und die gingen noch mehr rein. Ja, Chef. Der ist nicht zu Hause, das haben wir da eh gesagt. Na, dann schauen wir rein. Was geht? Geht ja. War offen. Hineingehen ist aber gegen die Dienstvorschrift. Wieso? In eine offene Wohnung kann ja jeder reinschauen.
Über Glatzenschlümpfe. Oha. Der König der Löwen am Sohnblosen. Oder er sich selber. Das glaube ich wieder weniger. Geh mal, ich lasse mir ein Licht hin. Ja, den hat ein anderer gemacht. Schau mal, wo die Patronenhülsen liegen. Viel zu weit weg von ihm. Ist das überhaupt nicht geschossen worden? Scheiße. Jetzt müssen wir nur die Ofen vom Sicherheitsbüro anrufen. Пожалуйста, входите. Danke, dass Sie so schnell für uns Zeit gefunden haben. Bitte, nehmen Sie Platz. Meine Herren, Sie werden sicher Verständnis dafür haben, dass mir der Frieden in meinem eigenen Wohnbezirk außerordentlich am Herzen liegt. Aber natürlich, und zwar ganz besonders, das Wohl unserer ausländischen Gäste, das ist keine Frage. Bitte, darum geht's. Wir haben gerade gehört, dass die Polizei wieder eine Leiche gefunden hat in der Batzen... Als Manitenkasse? Ich glaube ja. Ein kleiner Gauner, wir kennen ihn nicht. Ja, gut. Wir sind ehrbare Geschäftsmänner. Wir beleben die Wirtschaft hier. Sie sind ein Mann der Frauen. Sie beleben die Nachtclubs. Ich? Ich glaube, da muss eine Verwechslung vorliegen. Ich bin der Kerl. Wir wissen genau, was Sie sind, Herr Nationalrat. Deshalb bitten wir Sie um Hilfe. Wenn die Polizei wegen einer toten Hure und einem toten Gauner groß ermittelt, bringt das Unruhe. Und Unruhe ist schlecht fürs Geschäft und schlecht für die Liebe. Natürlich, Marion, natürlich. Das wäre gelacht, wenn ich das nicht im Griff hätte, oder? Rektaltemperatur 36,0, Raumtemperatur 19 Grad. Ich würde sagen, der Mann ist noch keine 5 Stunden tot. Todesursache: 2 Schusswunden im Kardialbereich, keine sichtbaren Schmauchspuren. Schussentfernung mindestens 1,5 Meter. Nur fragen die Dame. Na, danke. Hallo, da kennst nicht hinein. Ich kann überall rein, ich bin die Hausmeisterin. Na, servus. Der schaut nicht mehr gut aus. Das war sicher der Mutlo, der narrische Türk von daneben. Der hat dem Postbeschild versprochen, dass er meinen Kopf vorschneidet. Ach so? Kam sicher jemanden umgebracht. Verena. Für was ist denn die Antwort, Herr Inspektor? Das ist ja die halbe Polizei von Wien. Jetzt sind Sie so neugierig, Frau Schau. Aber sind die Kleine weg. Das ist nichts für Sie. Alle sehen! Polizei, nichts mehr ist weg. Polter, durchgeschmackt. Aber was nichts tut. Gusche erst! Der Adolf wird es nicht geben. Der hat alle Unguten in den Rauch von Kaut und das war nachher Ruhe. Du hast aber nachher Nachbar. Und schwing keine großen Reden auf den Schädel, ja? Richtig, sonst können sie gleich mitgehen. Was ist mit dem Mann? Er hat angeblich Morddrohungen gegen einen Postbeschild geäußert. Und jetzt wollte er die Aussage verweigern. Interessant, bringt's ihn weg. Ja, vielleicht lässt sich da einer von unseren Morde schnell aufklären. Weiß ich nicht, da bin ich nicht so zuversichtlich. Ich nix spreche mit Frau. Na gut. Warum wolltest du den Postbeschild in den Kopf abschneiden? Postbeschild, Nachbarn, nix lasse meine Tochter Ruhe. Aber Eiche nix Ruhe. Türkische Mädchen, nix nackt vor anderen Mann. Genug Ruhe bei Frau Österreichisches. Pass auf, was sagst du, Kimmel Dirk. Also, der Postbeschild wollte ein Mädel als Prostituierte engagieren. Postbeschild, wollen machen Film.
von Eichel, ganz nackt. Aber ich nicht schneiden Kopf, ich nur sprechen. Okay, wo waren Sie heute am Nachmittag? Hey, spiel dich nicht deppert. Wo warst? Margarettengirt. Ich mache Bäume weg. Ich liege fern für Wärme. Ganze Tag, ganze Woche. Fragen Kollegen, fragen Frau. Alle wissen, ich nur arbeiten. Gut. Und es stimmt, ist alles in Ordnung. Wir werden das nur überprüfen, ja? Bis dahin, Haft. Geh bitte. Der rennt uns doch nicht weg. So, Sie können gehen. Aber wann Sie uns angelogen haben, wird Ihnen das leid tun. Leise die Türe schließen. Ist eh klar, dass das ein unsicher Streit ist, der mit dem Dirken Antrat hat. So wie der, den sie frühjahr mit der Pumpgun auseinandergeschossen hat. Ein Kammerlehrer. Sind eh viel zu leid auf der Welt. Richtig, vollkommen richtig. Sowas gehört reguliert. Ich meine, die Chinesen da unten dürfen auch nicht mehr jeden Anbangerten auf die Welt bringen. So schaut's nämlich aus. Die Inder hauen da viel drauf in die Königlosen. Die Rosen halt dann den Überschuss verhungern. Und bei uns wird der Überschuss klarweise umgebracht. Man muss einfach schauen, dass es zu keiner Bevölkerungsexplosion kommt. Du bist doch selber der größte Überschuss. Was lässt denn du sagen, wenn sie dich umbringen? Wahrscheinlich gar nichts, weil er es da dann nicht mehr viel sagen kann. Grüß euch. Geht zwar große Schwarze, bitte, Marion. Und dem Rudi kannst du zwar doppelte Cognac geben. Ja, super, Herr Spichter. Danke. Na, hast du endlich einen Aufriss gemacht, Trautmann? Gratuliere. Was Besseres darf sich die Polizei nicht leisten, um unser Geld, ne? Geh, Franzi, lass uns anklären, bitte, ja? Was red endlich, Trautmann. Ist was mit meinem Wurm? Ja, mit sie. Der Leo ist tot. Hat er sie angegriffen? Nein, Mitzi, das war kein Selbstmord. Dem hat der andere die Schleifen gegeben. Sie haben eiskalt umgelassen. Vor ein paar Tagen war er noch bei mir. Helfen hätte ihm sollen, auf einmal. Aber ich wollte es deppert. Sollt halt keine alte Uhr haben als Mutter. Mitzi, du musst mir alles sagen. Bei was ist ihm helfen soll? Habe ich das nur erwischt, die Trampe? Ich hab ihn ja gar nicht reden lassen. Ich war heiß, weil er nie gehört hat auf mich. Dabei hab ich's ihm 100 Mal gesagt, 100 Mal. Und er hat immer nur gelacht, beruhig die Mama, ist alles Leihwand, ist alles Leihwand. Und jetzt hat er einen kalten Arsch, Trautmann. Geh, Marill, bring uns zwei Cognac, bitte. Mit sie was hast du gesehen? Dass ich sie nicht auf die Russen einlassen soll. Die sind ein unfrankes Gesindel. Und gleich mit der Puffen bei der Hand. Und hast du bei den Russen irgendjemand Besonderen im Auge? Sagt dir der Name Belzin was? Der mit seiner angeblichen Computerhütten auf der Engelstraße? Der hat seine Killer angeschafft, dass ein Leo wegrammen soll. Ich bin ganz sicher. Oder ich lass mich da reinstechen. Belzin? Nie gehört. Kennst du den persönlich? Ja. Aber nur vom Wegschauen. Er ist ein unguter Fischer mit einer Norm beim Auge. Den hast eine, die Tricks. Versprichst mir das, Trautmann? Ja? Aber pass auf. Die Russen sind alle Mafia. Moment, Herr Inspektor, auf ein Wort. Ich hab keine Zeit, ich muss arbeiten. Das ist ja dort mein lieber Problem. Ich kann sich sowas von nicht leiden. Ich hab sie besser. Sie sind mir wurscht. Wollten Sie mir sonst noch was sagen? Ja, ich wollte nur sagen, dass Sie den Bezirk nicht zu einer Aufruhr bringen sollen. Nur wegen einer toten Prostituierten und einem toten Kleingarten offen. Schützt es lieber die Lebendigen, Trautmann.
werde ich Ihnen mal was sagen, Herr Grünstein. Es ist Ihr Pech, dass Sie da wohnen, wo ich arbeite. Und dass Sie manchmal wichtig im Parlament sitzen, nutzt Ihnen bei mir genau gar nichts. Da war ich mir nicht so sicher. Als kleiner Abteilungsinspektor. Das tun Sie mir nicht an, Herr Abgeordneter. Sonst interessiert mich plötzlich, was Sie so treiben. Vorzugsweise in der Nacht. Habe ich die Ehre. Also da, Postbeschild ist vorgestern zwischen 13 und 15.30 Uhr erschossen worden. Die Tatwaffe war eine alte Makarov. Die beiden Projektile im Brustraum, normale 9 mm, keine Flachkopfmunition. Danke, Moni, wissen wir schon. Steht ja alles da. Was wir nicht wissen ist, wem gehört die Puff? Dem Mutlo, dem Türken sicher nicht. Naja, vielleicht dem, von dem, der die Strich mit erzählt hat. Diesem Belzin? Das ist eine gute Frage. Das glaube ich nicht. Wenn der wirklich ein großes Kaliber ist, ja, dann hat doch der seine Leute für sowas. Was ich am wenigsten bock ist, dass der Mord passiert sein muss, ganz kurz bevor wir bei dem Postbeschall klingelt haben. Oder kurz danach. Geh bitte, wir haben doch das Haus observiert. Das hätten wir doch gesehen, wenn da irgendeine verdächtige Person rauskommen wäre. Habt's aber nicht, oder? Wurscht. Aber irgendwas muss gewesen sein zwischen dem Postbeschild und der Russenpartie. Die Frage ist nur was. Vielleicht waren es gar nicht die Russen. Vielleicht war es ein Vater von so einem verschleppten Mädel. Oder die Mutter. Mhm. Das ist wie im Lotto. Alles ist möglich. Jedenfalls schreibst du jetzt einen Bericht für unseren Oberst. Naja, irgendwer muss das ja machen. Und ich fahre in die Engert stoßen. Schau mal dort ein paar Computer an. Du schaust, Bursche, was? Du darfst mich hinführen und aufpassen, dass man der Pelzin kein Plätzchen erzählt. Mittagspause. Ja, denen geht's besser als uns. Schau mal in den Hof. Vielleicht haben sie ein Lager oder sowas. Sind die anderen und Hände über den Kopf. Oh, Waffenpass? Nein? Super, sind wir verhaftet. Das kenne ich ja gar nicht. Du hast nichts gesehen. Und weh, ihr erwischt ihr mal bei sowas. Guten Tag. Ich bin sehr überrascht. Polizei in unserem Haus? Gezogene Waffe? Herr Belzin? Ja. Trautmann, Abteilungsinspektor, Kurt 2. Ich würde gern mit Ihnen reden. Bitte sehr. Danke. Nach Ihnen. Ich bedauere das alles sehr, Herr Inspektor. Meine Firma ist als absolut seriös bekannt. Dieser Mann wird natürlich sofort entlassen. Wie auch immer, Herr Belzin, er wird wegen unerlaubten Waffenbesitzes angezeigt. Aber jetzt zu Ihnen. Seit wann kennen Sie den Leo Pospischil? Wie bitte? Wer soll das sein? Leo Pospischil. Er wurde am 10. dieses Monats ermordet, war 30 Jahre alt, drogenabhängig und mehrfach vorbestraft. Und wir haben Hinweise darauf, dass Sie ihn sehr gut gekannt haben. Ich kenne solche Menschen nicht. Aber ich werde sofort in der Kindenkartei nachschauen lassen, ob wir... Ja, das können Sie in der Spur, Herr Belzin. Der Postbeschil hatte keinen Computer. Na, danke. Aber wissen Sie vielleicht noch zufällig, wo Sie am 10. zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr gewesen sind? Natürlich. Beim Kartenspiel im Café Donauwelle. Von Mittag bis so gegen 5 Uhr.
Wie jeden Dienstag. Natürlich. Das können viele Menschen gern bezeugen. Haben Sie eine Waffe, Herr Pelzin? Wie ein nervöser Mitarbeiter. Nein. Ich habe keine Feinde. Na wunderbar. Wunderbar. Und Sie handeln auch nicht mit jungen Frauen. So nebenbei. Ich handle mit Computer, Herr Inspektor. Nicht mit Menschen. Personenkontrolle. Bitte zeigen Sie Ihre Ausweise. Ja, bitte nicht schon wieder. Ihr wart doch erst vorige Woche da. Ich grüße Sie, Herr Hauptmann. Na, dann schauen wir, ob alles in Ordnung ist. Nicht von mir werden Sie nichts brauchen. Natürlich nicht, Herr Nationalrat. Sie kommen ja. Gott sei Dank. Na bitte, gehen zurück. Viel Spaß. Danke. Er ist gefälscht und schlecht auch noch. Sie stammen aus Russland? Nix spreche Deutsch. Ich Tourist. Ja, und die anderen sind alles Touristen, oder? Die da hat überhaupt keine Papiere. Ja, bitte, die Ilonka, die hat sogar eine Arbeitsbewilligung. Hab ich selber gesehen. Wie oft habe ich der Trampe gesagt, du sollst immer deine Papiere mithaben? Wie oft? Entschuldigung, weil ja vorige Woche Kontrolle war, habe ich geglaubt, dass... Erzählen Sie doch keine Geschichten, da waren Sie doch gar nicht im Lokal. Die nehmen wir mit. Und die andere auch. Ich habe ja gewusst, dass es gibt einen Pelz in seine Hosen. Und was ist, wenn jetzt einer pimpern möchte und ich hab die Weiber weggeschleppt, hä? Dann kann er immer noch reich werden. Als Samenspender. Das ist ja ein Wahnsinn. Entweder machen sie im Lokal einen Wirbel oder es kommt mit dann noch die Polizei. Das macht einer. Wir wollen schlafen. Genau. Ein gesunder Schlaf ist das halbe Leben. Wir sind ja eh gleich weg. Und du hältst jetzt einmal dein Schlapfen. Hab ich was gesagt? Was, Stefan, oder was? Das alles nur wegen den Hurenweiber. Das sind immer noch Frauen, Gustl. Auch wenn sie Huren sind. Эту паду в Дунае, только по-настоящему, а не так по-идиотски, как он бы сделал. Bitte, Herr Offizier. Ja? Ich möchte Sie sprechen, bitte. Für was denn? Hörst du, was einer Docker debattiert, Jo? Ich möchte mit dem Herrn Offizier sprechen, bitte, aber niemand darf zuhören. Ich hab gesagt, das wirst du jetzt eine Ruhe geben, ha? Bitte. Ist schon gut, Gustav. Also, kommen Sie. Geh, geht's kurz hinaus, bitte. Ich schwöre, dass ich etwas weiß über den Mord an Aranka Tod. Aber ich spreche nur, wenn Sie mich nicht nach Ungarn zurückschicken. Wieso wissen Sie überhaupt, dass eine Aranka Tod ermordet worden ist? Hm? Weil ich die Zeitung lese, Herr Offizier. Ach so. Geh, kommen Sie mal mit. Das ist Simba. Der Mann, den ich in der Disco Colosseum getroffen habe. Und der Fleck da war am Fuß von Aranka, Herr Offizier. Du brauchst nicht Herr Offizier zu mir sagen. Ich bin ein gewöhnlicher Abteilungsinspektor. Weißt du, du heißt Cilak Ilonka. Wann bist du geboren? Bitte kein Ton, wann. Wenn Sie aufnehmen, sage ich nichts. Ich habe Angst, dass es mir so geht wie Aranka. Du brauchst keine Angst haben. Ich brauche dieses Tonband nur, weil ich nicht Computer schreiben kann. Es geht aber nichts aus diesem Zimmer raus. Schwören Sie. Braucht er nicht. Wenn er was sagt, dann ist es so. Du kannst Vertrauen zu mir haben, ich lüge dich nicht an. Ich... Simba hat mir gesagt, dass ich genau richtig bin als Modell für Lagerfeld. Und ich habe es geglaubt. Aber... Na komm, red weiter. Simba hat mich und Aranka noch ein Mädchen zu einem Motorboot gebracht. Aber dann auf einmal war Simba weg. Und andere Männer. Sie haben uns die Augen verbunden und geschlagen. Immer geschlagen, dass wir ruhig sind. Wir sind lange gefahren.
Ja, ja. Das Übliche halt. Irgendwo ist er in ein Land gegangen und in einem Haus und sich die Augenbinden abgenommen. Ja. Und? Dann hat es kalt warm gegeben. Bei Männern sind wir echt drüber. Meinen Sie mich vergewaltigt? Ja. Woher wissen Sie? Weil das immer so ist, Kinderl. Aber red weiter, bitte. Die Männer haben Russisch gesprochen. Sie haben gesagt, dass kein Mädchen kommt hier raus. Nur tot. Und wenn wir leben wollen, müssen wir alles machen. Und wie lange warst du in dem Puff? Es war kein Bordell, nicht wie hier in Wien. Es war wie... Sie haben Filme gemacht mit... Ich schäme mich so, ich kann nichts sagen. Das glaube ich dir, Ilonka. Warst du vielleicht irgendeine Idee, wo das gewesen sein könnte? Wo ihr diese Pornofilme gedreht habt? Nein, wir waren immer eingesperrt mit den Russen. Aber es waren auch Österreicher da. Vom Reden habe ich einmal Marschfell gehört. Und es war Wasser in der Nähe, ein Fluss oder so. Und seit wann bist du in Wien? Fast ein Jahr. Dreimal anderes Bordell. Aranka ist geblieben. Sie hat immer gesagt, ihr kann nichts passieren. Obwohl wir auch zu ihm gehen mussten. Zu wem? Wen meinst du? Den Mann, der Chef war. Ich habe nur einmal mit ihm. Es war Horror. Kannst du den Mann beschreiben? Wie hat er ausgeschaut? Er ist so um die 40 und hat da einen Strich. Wie eine Narbe? Bälze. Alle sind sie vor ihm gekrochen. Naja. Vielleicht kriegt diese Drecks bald vor uns. Bitte schön. Danke. Na, was täten wir ohne die Grünsteidels? Die Frau schaut aufs gute Papperl und der Herr Gemahl auf Zucht und Ordnung im Bezirk. Der Herr Nationalrat ist da sehr engagiert. Ja, und wie? Heute Nacht hat er eh wieder zugeschlagen. Wie meinen Sie denn das, Frau Kramer? Wissen Sie, mein Mann macht ja so viel, da kann ich nicht alles wissen. Na, die Razzia im Puff, in der Veranda. Ach so. Das illegale Gesindel dort hat er ganz allein ausgeforscht. Geht's? Wirklich wahr? Ich hab's ja selber gesehen. Er hat die Polizei gerufen und wie's da war, ist er ganz bescheiden fortgegangen. Und die Kimmerer werden sie wieder protzen mit dem Erfolg. Ja, ja. Bescheiden ist er, mein Pferdl. Wir schauen. Billiger, billiger. Grüße. Morgen, grüß dich. Wenn der Belzin mit dem Mord nichts zu tun hat, wann wetzen sie für die Festnahme? Jetzt werden wir erst sehen. Dieser Belzin ist eine ganz große Drecksau. Und es gibt zwei Sorten von Leuten, gegen die wir wirklich was. Das sind Menschenhändler und Heroindealer. So, kennst du den alten Hodern von der Nancy Sinatra? These boots are made for walking. Na, glaube ich nicht. Drüben im Marktcafé haben sie die Platten im Wurlitzer. Spielen einmal vor. One of these days these boots are gonna walk all over you. Und den Pelze, dem steig ins Knack und brich sie an. Darauf kannst du dich verlassen, Moni. So, da warten wir jetzt. Ja, bin ich fragender? Darf's, den Herrn Oberst. Ist das der Mann, von dem du gesagt hast, er ist der Chef? Ja. Ja? Ja. Ohne Schall, ja? Super, verstanden. Der Oberst kommt halt nicht mehr. Er vernimmt dich erst morgen. Ihr Kollege, abführen. Passen Sie auf. Wenn Sie mich jetzt einsperren, würde das böse Folgen haben für den Herr Trautmann und für Sie. Wie war Ihr Name? Nobody, genau wie deiner. Sehr witzig. Geh mal, flott, komm, mit Doppel-T. Danke, Nationalrat. Grüß dich. Wie
Hallo, mein Schatz. So früh machen wir schon Schluss heute? Ja, und mit dir auch bald. Was ist denn jetzt schon wieder? Bei den Huren warst du schon wieder in der Miranda-Bar. Ich? Lüg doch nicht. Bist ja gesehen worden. Und mir sagst du, du bist auf einer Sondersitzung im Parlament. Ja, das war ich auch. Davor und danach habe ich auf einen Sprung reingeschaut und habe die Konzessionen kontrolliert. Es muss doch auch Kontakt gehalten werden zu dieser Art von Bevölkerung. Von mir aus spiel ruhig weiter den Gemeindestier Ferdinand. Aber dann zieh doch am besten gleich ins Puff ein, wenn du es dann noch leisten kannst nach der Scheidung. Ja, bitte nicht so laut vor den Leuten hier. Einmal noch und ich lasse mich wirklich scheiden. Und den Zeitungen sage ich warum. Papa. Grüß Sie, Herr Nationalrat. Der Burschi holt sich jetzt einmal den King Kong. Den lassen wir 48 Stunden dunsten. Wegen Verdunklungsgefahr. Vielleicht legt er was nieder. Ja, was Oberst. Und ich rede mit dem Gendarmeriekommando Niederösterreich. Die sollen dringend dieses Pornostudio ausforschen. Wenn es das überhaupt gibt. Was sicher gibt's das? Das ist Gespür im Urin. Oder gab's die Ungarn, hat sich das zur Hetz ausgedacht? Das wird sich klären. Der Pelzin wird jedenfalls vorläufig entlassen. Sein Alibi für die Mordzeit steht wie Beton. Jetzt, Oberst, ich bitte dich, der Petzin ist unser Mann. Wenn seine Alibi zeugen kenne, die bezeugen doch alles. Aber ohne Beweise geht nichts. Das war immer so und wird immer so bleiben. So ein sturer Hund. Ja. Gut. Du recherchierst mir jetzt den Background von dem Petzin. Jawohl, Herr Oberst. Kannst du ruhig die russischen Kollegen um Amtshilfe bitten? Nur, ich glaube nur immer, dass... Ich meine, es könnte doch genauso gut sein, dass ein Vater von so einem verschleppten Mädel den Postbischel umgebracht hat. Super, dann haben wir 121 Verdächtige, aber wir keinen kennen, außer einen. Und der ist irgendwo auf der Donau zwischen... Genau. Was ist, wenn der Tod doch irgendwie draufgekommen ist, dass seine Tochter vom Postbischel verschleppt wurde? So, Schluss jetzt. Wie oft muss ich noch sagen, ohne Beweis geht nichts. In diesem Sinne... Io non posso fare gli allora, è un ex migrante. Quello è un discorso, no? Igen. Sajnos, akkor nem mondtunk el mindent. Ah, ah. Na, akkor gyertek fel az irodába. Da! Aus Budapest. Greg wusste, dass du recht hast. Der Tod hat uns angelogen. Er war wirklich in der Disco. Ach. Und die Mädeln haben ihm den Simba beschrieben. Genau wie im Trautmann. Ja, weil das unseren alten Supercop nichts davon erzählt haben. Ja, die werden Angst gehabt haben, weil sie nicht gleich zur Polizei gegangen sind mit der seltsamen Geschichte. Ja, trotzdem heißt das nichts. Der Tod war zur Tatzeit auf sein Schiff. Und außerdem, wie hätte er den Simba finden sollen ohne richtigen Namen? Und wo hätte er gesucht? Es darf nicht wahr sein. Ja, ich weiß jetzt. Na, ich weiß jetzt alles, bitte. Was, dass ich der Mann deines Lebens bin? Na, viel schlimmer. Was willst du machen, wenn du ganz allein und verzweifelt auf der Suche nach dem Mörder deiner Tochter bist, ja? Und dann kommen zwei daher, die genau dasselbe machen und geben dir auch noch eine Visitkarte. Na, wenn es wirklich so war. Sicher war es so. Ich hab die ganze Zeit das komische Gefühl gehabt, dass irgendwer hinter mir ist. Aber glauben habe ich es nicht wollen. Ich Vollidiot! Super. Das heißt, wir haben... Ja. Wir haben ihn tot zum Postbeschild geführt. Scheiße! Na, ich bin neugierig, was der Trautmann dazu sagt. Scheiße! Ja, natürlich kann der arme Depp irgendwo vom Schiff gegangen sein. Ja, deswegen dreht mein Zug jetzt auch nicht um. Außerdem will ich bei der Razzia dabei sein. Ihr schaut auf jeden Fall sofort, wo der Tod jetzt ist. Ja. Also, ciao dabei. Scheiße. Entschuldigung. Ich weiß, das sagt man ja. Aber wenn es wo ist, ne?
5, 4. Ich hab schon geglaubt, jetzt schaff ich's nicht. Go. Dieter fixiert, kannst du einer kommen. Danke. Sie sind vorläufig alle wegen dringenden Verdachtes nach den Paragraphen 213, 216 und 217 festgenommen. Interessant. Und was steht da drinnen? Alles über Pornografie, Kuppelei und Zuhälterei, Paragraph 216. Und 217 ist Menschenhandel, Herr Regisseur. Eure Schauspielerinnen haben ja sämtlich keine Papiere. Doch lächerlich. Wir sind ein eingetragener Sportverein und sind mit unseren Freundinnen hergekommen für ein privates Video. Wir können uns an jeden fragen. Entschuldigen bitte. Ich wollte nur sagen, mit kriminellen Sachen habe ich nichts zu tun. Ich wollte nur mal beim Film mitspielen. Ehrlich. Sicher war schwarz vorläufig. Schau, Beck, was wir haben kann, was? Bitte, ich bin arbeitsloser Tonmeister und wollte mir da nur ein paar Schilling verdienen. Ja, wenn Sie da jetzt meine Daten aufnehmen, erfahren die das beim Finanzamt? Nein, für die Chance hängt es eh kein Geld. Aber suchen Sie in der Zukunft auch anständige Hocken, sofern es beim Film sowas überhaupt gibt. Wer sind Sie? Ich mach Requisite, nicht? Also alles, was so auffällt. Beten, putzen. Aber ich sag Ihnen was, die armen Malen dürfen es nicht einspüren. Die können für nichts was dafür. Ja, ist schon gut. Geben Sie Ihre Personalien an und dann gehen Sie zu Hause. Putzfrau wird da keine mehr gebraucht. Spricht einer von Ihnen Deutsch? Ja, ich. Gut. Sie sind auch alle festgenommen. Alle wegbringen, die Bude wird versiegelt. Also geh mal. Doch gleich gesagt, wir dürfen nicht ins Internet, dann hätten die uns nie gefunden. Ja, nachher gescheiter kann er jeder, ne? Oh, Spanti. Na, wie schauen wir aus? Ich, da ist was Besonderes. Seniorchefin oder so. Bei den anderen ist es wie bei deiner Zeugin. Als Model engagiert, dann aufhören für Schief und daher. Für Hardcore-Pornos. Und was ist das für Listen, die du dein Büro gefunden hast? Filmbestellungen aus dem Internet. Nicht schlecht. Der Landtagsabgeordnete und der Vizebürgermeister sind auch dabei. Wundert dich das? Sag's mal, kennt ihr diesen Mann? Das ist Belzimbos von den Russen. Kommt, nimmt neuestes Mädchen, schlägt und vergewaltigt. Dieses Mädchen kennt sie auch? So hat sie vorher ausgeschaut. Und so nachher. Sie ist Aranka, auch aus Pest. Sie war auch bei uns, hat geglaubt, sie hat mehr Glück als wir. Warum hat sie das geglaubt? Naja, weil sie war Geliebtes von Simba. Dann sie ist fortgelaufen, ganz heimlich in der Nacht natürlich zu Simba. Dann kommt Belzin, war sehr böse, schlagen alle Mädchen, weil glaubt wir was wissen. Sogar kratzen mit Zucker und brennen mit Zigarette. Na, sehr, sehr. Und dann? Hast du Zigarette? Sicher. Das heißt, nein, das wirst du nicht wollen, oder? Gibt's hier wieder Zigaretten? Was glaubst du? Wir haben alles gesagt von Aranka und Simba. Darum jetzt Aranka tot. Super, alles klar. Aber warum hat der Belzin den Postbeschild in Ruhe gelassen, wenn sie Aranka wirklich bei ihm gefunden haben? Frag auf den Computer, der weiß es sicher. Wahrscheinlich, weil er ihn gebraucht hat. Einen guten Schlepper, auf den die Mädeln fliegen. Find nicht einmal der Belzin jeden Tag. Übrigens. Ein Grund mehr, warum nur der Toten Postbischel umgebracht haben kann. Langsam, Moni, langsam. Das ist noch nicht heraus. Weiß der Computer wenigstens, wo der Tod jetzt ist? Klar, irgendwo auf der Donau vor Linz. Ich warte nur noch auf eine E-Mail vom Hafenamt. Ah ja? Telefon haben die keins mehr, was? Und am meisten ärgert mich, dass der Pelz in uns jetzt so auslacht, wenn wir nichts Greifbares gegen ihn in der Hand haben. Was? Und dass denn der Bornerhütten den Paten gespült hat, ist nix? Bitte, das wissen doch nur die Huren. Und die fallen vor Gericht um, wie die Ansa. Genau. Na Moment, was ist, wenn die Mädel zum Beispiel... Dortmann? Ah, können wir die. Wie geht's?
Ist das Aufbruch aus Budapest? Schau, ich muss es sehen. Es wird wieder eine Dienstreise. Ah, ja, damit danke ich mich. Danke dir vielmals. Servus. Wie heißt das Schiff? Göngösch. Wo glaubst du, das jetzt ist? Na, kurz vor Linz. Eben nicht, sondern kurz vor Wien. Guter Mann, der Körmendi. Was? Kein Computerspieler. Ja, aber schau mir an, was kann ich dafür, wenn die in Linz jetzt auf Zack sind? Ah, wir wissen ja, dass du der Größte bist. Aber komm, 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 komm. Sonst fahren die Schiffe am Ende oder vor. Wieder schon. Zwei Tage haben sie mich dunsten lassen in der U-Haft. Und nichts habe ich gesagt. Aber jetzt reicht's, mein Händelfanger. Du musst was machen. Ja, was soll ich machen? Die Polizei hat sich festgebissen in der Socke. Nach der Bezirksvorsteher. Nein, nein, nein. Dir wird schon was einfallen. Sonst ist aus mit dem Dolce Vita. Nichts mehr gratis. Kapische? Sagen Sie mal, Herr Preußler, geht's Ihnen noch gut? Sicher. Den glauben Sie, dass Sie vor sich haben? Einen Abgeordneten. Voller Pracht und Schönheit. Ich komme aus, danke. Einen anderen Ton! Und eins vergiss nicht, Händelfanger. Wenn du nicht anzahlst, haben wir alle zwei den Schirm auf. Oder kannst du schwimmen in russische Betonbotschen? Na eben. Viel Spaß noch. Ist ja auch viel schöner da wie daheim bei der Mutti. Unser Mann? Ja, das ist er. Hey! Hey, bleib still! Ich will doch gar nicht reinhupfen. Das ist ja viel zu kalt. Ja, Franz, du greifst! Ja, spinnt der! Der Kollege, den müssen wir rausfischen. Ja, mach mal. Da schwimmt er denn noch. Wer sich denn der Fernseher mit der Telefon? Ja, Was ist los? Kapitän, ich verhafte Ihren Steuermann wegen Verdacht des Mordes an einem gewissen Leo Postbeschild. Tut mir leid. Oh. Also komm, mach weiter. Zeig der trockene Sachen noch. Na los, komm, komm, komm. Lass ausziehen. Ich weiß nicht, was wollen. Ich habe nicht ermordet. Gerne kein Postbeschild. Wer ist? Wenn du eh unschuldig bist, warum bist du dann in die Donau gesprungen, wie du uns gesehen hast? Hä? Also komm, geh mal, umziehen! Hopp! Also, ich hab mich da mal nicht umgeschaut. Erst komm, umziehen soll ich denn. Na, komm schon, sonst nehme ich dir aus den Wasser mit. Na, ausziehen, hopp! Na, mach's! Gerne kein Disco, gerne kein Simba. Ja, tot. Ich kann ja verstehen, warum Sie den Mann erschossen haben. Der Hauptschuld ist am Tod Ihrer Tochter, diesen Mann hier. Also jetzt machen Sie keine Schwierigkeiten. Es gibt Milderungsgründe, wenn Sie es zugeben. Der Postbeschild hat Hintermänner gehabt. Wenn Sie gestehen, dann können wir vielleicht anderen Mädeln ein ähnliches Schicksal ersparen. Gut, dann fangen wir halt wieder von vorne an. Bitte. Ihr Kapitän hat ausgesagt, dass Sie am 9. des Monats in Linz von Bord gegangen sind und erst am 10. abends zurückgekommen sind. Wo waren Sie denn am 10.? Zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr? Im Krankenhaus. Bauch und Serviet. Bauchweh hast du gehabt? Ja? Ich werde dir sagen, warum du Bauchweh gehabt hast. Vom Lügen nämlich. Du warst in keinem einzigen Krankenhaus in Österreich. Das haben wir überprüfen lassen. Ah, Doktor, ich nehme mein Geld heimlich, weil Ausländer. Aber Sie nicht glauben, sowieso. Herr Tod, aufgrund der Indizien wär's. Partner? Was, sonst nix? Danke, Kollege Ende. Der Erkennungsdienst hat nichts gefunden. Auf dem ganzen Schiff keine einzige Waffe. Nur ein paar Briefe aus Dortmund. Kennen Sie diesen Mann? Nein, nicht kennen. Wer ist? Niemand, wenn du nicht kennst. Was haben Sie mit der Makarow gemacht, nachdem Sie den Postbeschild erschossen haben? Ich habe nicht erschossen. Weißt nicht, was ist Makarow?
Die alles in den Bälzen sind für eine Gegenüberstellung. Moni, du kommst mit. Ist das okay, Chef? Ja, von mir aus. Ja, komm. Wollen Sie einen Kaffee? Ja, bitte. Dann machen Sie einen Bursche. Ihr Chef ist sehr mutig, gnädige Frau. Aber er riskiert ziemlich viel. Sie wollen mich also wieder verhaften. Nur vorläufig festnehmen, Herr Belzin. Für eine Gegenüberstellung. Keine Sorge, Frau Bauer. Ich komme bald zurück. Suchen Sie etwas. Kann ich irgendwie helfen? Nein, danke. Moni, du kannst mit dem Herrn schon zum Auto gehen. Ich schaue mir ein bisschen um. Vielleicht finde ich was Interessantes. Suchen Sie, suchen Sie. Kommen Sie, schöne Frau. Vergessen Sie ihn. Bitte schauen Sie, Frau. Fürchte Ihr Chef doch jetzt etwas länger bei uns bleiben müssen. Wissen Sie, stellen Sie darauf ein. Ja, aber der muss doch noch den Kassenschluss machen. Wie lange wird denn das dauern? So 15, 20 Jahre oder noch länger. Alles dann. Schönen Tag noch. Wiederschauen. Ich habe Ihren Postbischel nie gesehen. Und dass ich mit Mädchenhandel und Pornofilmen zu tun haben soll, ist absolut lächerlich. Ich weiß nicht, Herr Belzin. Die Mädeln, die Ihnen in die Hände gefallen sind, haben sicher nichts zum Lachen gehabt. Sie enttäuschen mich, gnädige Frau, wenn Sie auch diesen Unsinn sagen. Außerdem, Sie scheinen vergessen zu haben, dass ich habe Zeugen, die bestätigen, dass ich zu der Tatzeit im Café war. Ach, ich spiele dieses dumme Spiel nicht mehr mit. Lassen Sie mich mit meinem Anwalt telefonieren. Gleich, Herr Belzin. In der Sekunde. So. Jetzt kann sein Anwalt anrufen. Aber vorher sagst du mir, was das da für ein Puffen ist. Seine Makarov, oder? Davon verstehe ich nichts. Was soll damit sein? Eh nix. Außer, dass das wahrscheinlich die Tatwaffe ist. Und wenn das wirklich wahr ist, dann bist du dran und hast den Frack. Wir wollen sein Büro. Gut versteckt, aber ich hab's trotzdem gefunden. Siehst du, Herr Sitzen! Sie haben gesehen, das. Was soll die Kollegin gesehen haben? Ich sage kein Wort mehr ohne meinen Anwalt. Dann ruhe für mal. Aber es wird dir nichts nutzen. Weil wenn da nur deine Fingerabdrücke drauf sind, dann kannst du abmarkieren. Und das wird dann je Tovarisch Belzin. Na, was ich dir pass Motrin. Neue Vorwürfe. Da wie ich immer sage, die Gruppe 4 ist meine Beste. Der kann das Sicherheitsbüro nicht das Wasser reichen. Danke, Herr Oberst. Den Herrn kannst du von jetzt an weglassen, Bursche. Super, danke. Der Trautmann, he? Faszinierend. Immer die richtige Nase. Ja, ja, ey. Die Tränke hat ja bis zum Schluss dran gehabt, dass der tot war. So, und du? Ich? Na ja. Ich war mir nicht so ganz sicher. Na ja. Ja, tot, Sie dürfen gehen. Ja, pack deine Sachen zusammen. Ja, aber... Nix aber. Ich weiß alles. So schau, dass du weiterkommst. Aber ich verstehe nicht. Ich ganz genau, aber drauf gehen wir. Ich möchte was fragen, Trautmann. Frag? Irgendwie kommt mir das Link vor mit der Makarov. Wieso, was soll der Link sein? So wie es du den Belzin über den Tisch geschoben hast, hat er sie angreifen müssen. Oder? Und jetzt sind seine Fingerabdrücke drauf. Gestochen scharf. Na und? Einmal mehr, ne? Blöd war nur, wenn dem Tod seine Griffe auch drauf waren. Sind aber nicht. Wetten. Mein Gott, Moni. Wie hagelig ist, bleibt über. Was ist das Leben?
Komm, jetzt gehen wir auf einen gescheiten Kaffee. Hm? Wir haben uns verdient. Was? Ich habe Hilfe vorbei. Ja, aber das Marktcafé wird noch offen haben. Ich glaube trotzdem, dass der Tod den Postbeschill umgebracht hat wegen seiner Tochter. Aber Moni, vergiss den Janosch tot. Das ist doch nur ein kleines Würstel. Dann mach und. Jetzt ihr Leben war schon ruiniert, weil seine Tochter zu einer Hure gemacht hat. Doch sowieso lebenslänglich, wenn er nicht im Häfen sitzt. Hallo Mädels. Grüß Gott. Grüß euch. Wir haben schon zu. Oi. Gehen wir trotzdem einen großen Schwarzen oder einen Melange, gell? Ja, ich weiß, dass du bist. Danke. Weißt du, musst du unbedingt die Kraxen reinlassen, jetzt wo ich aufrechnen tue? Hansi, jetzt lass ihm doch, wenn er Freude hat. Kannst du dich noch erinnern, wie ich gefragt habe, ob du die Scheiben gehst? Wie es Putz am Mittwoch war, gell? Ja. Und du wolltest den Pelz in das Knack brechen. Ist er gelungen? Mann, es ist doch völlig wurscht, ob der Pelz in der Racker selber umgebracht hat. Oder ob es einer von seinen Burgeln war, oder ob es den Postbisch gezwungen hat, dass er es selber macht. Der Pelz hat hunderte von Marlen auf dem Gewissen. Er kommt doch mit den 20 Jahren, der kriegt er viel zu gut weh. Was? Und das sagst du? Als Kriminalbeamter? Ich sag überhaupt nichts. Wir haben den Pelz als Täter überführt und jedes Gericht dieser Welt wird den Schuldig sprechen. Was liegt es big? One of these days, these boots are gonna walk all over you. Gottmann, das kannst du nicht machen. Bitte nicht. Frau Horak, zwei Cognac, bitte. Es tut mir sehr leid, meine Herren. Ihr wart zwar durchaus erfolgreich, aber durch die Verhaftung Ihres Herrn Belzin sind natürlich alle meine Bemühungen zunichte gemacht worden. Ich bin mir sicher, dass Sie unsere Gastfreundschaft nicht überstrapazieren werden. Ne? So, jetzt können nur noch Sie den ungestörten Geschäftsgang garantieren. Das war's eigentlich schon. Vielen Dank. Idi, weg nehme ich schon. Ich hab ihn nicht mehr, oder? Idioti. Они тоже никогда не знают, чего они хотят. Hey, Hochschild, da willst du mich umbringen! Überlegungen. Sie bleiben vorläufig in Haft, Herr Belzin. Ihre Freunde sind der Meinung, es würde nur Unruhe bringen, wenn man sich jetzt zu sehr für Sie einsetzt. Es könnten da Dinge ans Tag. Ich bin unschuldig, Sie Idiot! Das mit der Pistole war nur ein mieser Trick von diesem verdammten Polizisten. Das glaube ich Ihnen, Herr Belzin. Aber Sie haben sich halt leider sehr exponiert. Freunde wollen nicht,
die gesamte Organisation gefährden. Was? Was? Schauen Sie, Herr Belzin, ich werde mein Möglichstes tun, dass man Sie nur wegen Totschlags oder vielleicht nur wegen Notwehrüberschreitung verurteilt. Ich schlage vor, Sie sagen aus, dass Sie den Postbeschill nach einem Streit in Notwehr erschossen haben. Das gelingt aber nur, wenn Sie kein Wort über die Organisation verlieren. Ich verstehe. Man lässt mich fallen. Ganz im Gegenteil, Herr Belzin, wir... Jetzt halt dein Maul und hör gut zu! Ihr werdet nicht mit mir spielen. Meine Karten sind zu gut. Hol mich hier raus, sonst bringe ich euch hier rein! Alle! Sie wissen, was das bedeuten kann? Hä? Was du bist. Servus. Servus. Du hast da schon besser ausgeschaut. Was ich. Deswegen bin ich ja da, ich muss mit dir reden. Na? Die Geschichte mit dem Belzin ist nicht Frank. Aber das 100-mal verdient hat. Hast du nicht noch Mitleid haben mit dem? Der hat sich das selber einbrockt, offensichtlich. Was? Hat sich wieder mal jede Menge Arbeit erspart, der Herr Inspektor. Da wissen Sie wieder mal mehr als ich, Herr Abgeordneter. Sag ich mal, weißt du gar nicht, dass da... Ist doch typisch der Hartmann. Was? Immer ein bisschen hinten noch. Der Geschäftsmann Anatoli Belzin, der als tatverdächtiger Mordfall Postbeschill verhaftet worden war, wurde nach Einnahme seiner Mahlzeit mit schweren Vergiftungserscheinungen in die Krankenstation gebracht, wo er kurz darauf verstarb. Das schau ich aber. Das hätte der Fleischhauer und auch sagen können. Ihr Gemüt möchte nicht haben, Trautmann. Aber wirklich nicht. Naja, die Polizei braucht halt harte Männer. Ich möchte Ihnen nur eins sagen, Trautmann, Sie können immer auf mich zählen. So wie ich mich auch weiterhin auf Ihre Diskretion verlassen können möchte. Herr Grönstern, wenn Sie mir jemals wirklich wo helfen, sage ich gerne Danke. Aber abhuseln müssen wir es deswegen nicht, oder? Sie schon auf Ihre Händeln, auf die hohe Politik. Diana schaut darauf, dass der Leberkass heiß bleibt. Die Damen. Tag, die Damen. Und die grob im Dreck herum. Weil das auch wer tun muss. Ich hab die Welt schließlich nicht erfunden. Die war schon so, als mir meine Mutter auf die Welt gebracht hat. Und sie wird nicht besser sein, wenn es mich nicht mehr gibt. Ach, man schaut's wirklich traurig aus. Wenn du zum Beispiel an diesen Belzin denkst, furchtbar. Von deinen eigenen Leuten kalt absolviert. Aber Herr Abgeordneter, das müssen Sie doch kennen. Als Politiker,